Unter B2 nochmal Stockende Verkehr. Das war's. Gute Fahrt. Ines, Maria. Oh, jetzt bin ich wach. Good morning. I'm on my way to my ski trip and hello, that's my uncle. Good morning. How are you? I'm pretty tired, but I was pretty tired until about a minute ago when the first sign of no speed limit appeared on the highway. And yeah, we are about to drive to Austria. And I'm currently sitting in my brand new, in a brand new car of my uncle. It's a BMW M4. BMW M4. And yeah, currently wanting or looking for a free highway without any traffic. And I can tell you, it raises your adrenaline levels if you step on the throttle. But the weather is awesome. I hope it's gonna be just as awesome in our skiing location. We will figure it out. For now, let's enjoy the ride. Es ist aber echt mal schön, wenn man mal spürt, dass es vorwärts geht. Es ist die A3, die wird doch demnächst dann auch. Ne Quatsch, das ist die A3, nicht die A8. Die A8 ist ja immer diese krasse Achterbahn, bezeichne ich die, weil die ja so gerade ist, immer dreispurig und daneben läuft ja diese ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ja, Motorölstand, okay. Das wollte ich jetzt nicht. Sportanzeigen. Oh, 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 das ist sexy, natürlich. Das ist gerade, warte mal, sieht man das auf dem Video, wenn ich da ein bisschen rangehe? Muss ungefähr, der hat ja nur einen relativ eng, ja, wenn ich so nah rangehe, muss halt nur sehr nah rangehen, weil er so weit weg gehört. Sehr geil, sehr geil. Okay, auch nochmal, das ist gleich. So, the car is currently limited to only 240 kilometers an hour, so that is, I think, about 140 miles or something. I have to calculate it. The thing is, because it has winter tires, and it takes like 5 seconds to go there, at least it feels like that. Yeah, and best part is it doesn't really feel that fast because the suspension is so good that you actually feel really safe at that speed. Aber man merkt den Unterschied schon drastisch. Wenn ich mit dem Golf 170 fahre, fühlt sich das ekliger an als mit dem Ding hier 240. Aber bei 200 schon. Merkst du gar nicht, das ist krass. Das ist echt krass. Aber wenn du bremst, merkst du es. Ja. Heilige Kacke. Ja. Deswegen musst du, wenn du das Drehmoment hast. Ja, der hat aber auch eine riesen Drehzahlband, wo das Drehmoment da ist. Voll, das ist ganz hoch, ganz hoch. Das ist. Wenn der Pomade auf 200 einstellt, dann ist das gut. Ja. Wie schnell fährt er denn ohne Winterreifen? Also mit so einem. Ja, das Drivers Package. Also normalerweise bei 250 abgeregelt. Erstmal 280, ja. So was in der Richtung hätte ich auch geschätzt. Ja. Also ohne, wenn er das aufmachen lässt, gibt es auch, dann fährt er 305. 300 schafft er? Ja. Okay, das ist schon ziemlich aerodynamisch.
Wahnsinn, die Kraft, effortless einfach, der dieses Tempo schafft. Ja. Das einfach dahin rollen. Ich bin ja den gefahren, auch den Vorgänger. Also der Vorgänger, der hatte ja kaum Drehmoment, weil das war ein 8-Zylinder. Ne? Okay. Und der hat dieses Drehmoment, das macht unglaublich was aus. Also das ist, wie das den Wagen, also der hat ja, das waren 11 PS mehr als der Vorgänger. Ja. Aber der Vorgänger, der musste es wirklich mal oben rausdrehen und den wir, der schiebt, ja, egal, im siebten Gang bei 150, der schiebt der ab. Ja. Echt schick. Also die Sache ist, klar, die momentane Beschleunigung hängt von der momentanen Leistung ab. Das Problem ist aber, Leistung bei einem Auto, die gegeben, die man angibt, ist ja nicht die momentane, sondern die Spitzenleistung. Das heißt, ja, konstantes Drehzahlband heißt schlicht und einfach, dass er im unteren Drehbereich Verhältnis mehr Leistung hat. Das heißt, dass man einfach nicht so hochtourig fahren muss. Das heißt, in dem Sinne macht die Verteilung des Drehmoments schon was aus, auch wenn an sich natürlich nur die momentane Leistung für die Beschleunigung zu relevant ist. Aber Leistung ist Drehmoment mal Drehzahl. Also klar, ja, klar, wenn du jetzt bei, keine Ahnung, bei 5000 Touren 500 Newtonmeter hast und bei der Hälfte dann nur noch halb so viel, dann hast du bei der Hälfte der Drehzahl nur ein Viertel der Leistung. Wenn allerdings das andere Ding die gleiche Drehmoment hat, dann hast du irgendwann das, hast du bei der Hälfte der Drehzahl die doppelte Leistung im Verhältnis, auch wenn es natürlich immer noch geringer ist. Von 1 Autos haben wir kaum Drehmoment. Ja, das sowieso. Ich meine, du kannst... Ja, brauchen sie auch nicht. Du könntest auch mit wirklich ganz wenig Drehmoment, wie gesagt, die Verteilung ist es, also letztlich gesehen, wie viel Verhältnis es ist. Und wie du schon sagtest, man hat es ja hier gesehen, der hatte von unten weg die 640 Newtonmeter, was schon, 640 ist sowieso schon ganz schön pervers, muss man ja mal sagen. ja, es ist von der Zahl her definitiv noch beeindruckender als die 415 oder 30 PS, die hat. 430.